So, Ciri suchen. Mal eben, dauert bestimmt gar nicht lange. Oh. So. Verflucht. Steht da irgendwas eigentlich? Bla 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 bla. Mehrere Orte. So. Warum schon erst morgen kaufen, was du gesehen? Heute schon kaufen Nein, kannst? Sie lohnt es sich denn? Und wie? Alles dreist habe ich für einen Witz gehalten. Die ganze Nacht nur in den Hinterkopf gestern auch was. So. Was gibt's noch so? Ach, die bescheidenen Hexen. Kommt schnell, Leute, kommt schnell! Es gibt nicht genug für alle! Sheva! Er lässt sich um entschuldigen. Priester des ewigen Feuers! Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Lesen. Rüstungsschmied. Vielleicht gehe ich da mal rein. Erstklassige Schwerter. Danke. Kennst du Rüstung in Meisterqualität? Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Okay, also der Zwerg, der die Sachen aus Skellige haben wollte. Zeig mal trotzdem deinen Kram her. Zeig mal, was du anzubieten hast. Boah, das ist besser als meins. Dann nimm erstmal die alte Axt. Den Kram hier, was hat der denn? Gambason, Catwinner Gambason. Informationen bleiben nach dem Lesen erhalten. Hexenjägerhandschuhe. Oder? Nein, Jägerhandschuhe einfach nur. Schützengambason, Kavallerie. Ui, Kavalleriehose, die ist schön. 12 besser als meine, 16 besser als meine, 10 besser. Ja, toll. Wie viel kriegt man eigentlich für das Ding? Für einen Greifenkopf nur 40 Gold. Willst du mich verarschen? Ich gehe wieder. Tschüss. Ich warte, bis ich selber irgendwas Cooles finde. Bis dann. Puh. Ich lass mich doch nicht so über den Tisch hauen. Weißer, schau mal hier drüben. Komm her! Kommt alle her! Komm her! Kommt alle her! Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich brauche einen Kredit. Ach, Geld umtauschen? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Das beste Angebot, weit und breit. Was kann ich für dich tun? Du kannst im Gewinn gegen mich verlieren. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovir beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge. Der Kirchenzehnt, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Ein Dutzend Kisten? Guck mal, wie du wohnst, Junge. Du bist übelst reich. Egal. Du spielst doch Gwind, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Ja. Also. Spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Wer spielt nicht Gwind? Der spielt Gwind. Spielen wir eine Runde. Also spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Eins zum Preis von zwei.
Der ist bestimmt richtig gut. Mal gucken, ob ich da was reißen kann. Gutes Wetter brauche ich schon mal nicht. Der kann weg. Und das gute Wetter kann mein König selber, also weg mit dem. Wieso hat der 11 Karten? Was kann die komische irgendwas Brigade überhaupt? Ich will wissen, was die Brigade kann. Wirdet Brigade, was bedeutet das? Ach, kann im Fernkampf oder Nahkampf einsetzen. Kaum Spielwandkatapult. Okay, dann bin ich bei 1. Was war denn das? Das und das hier ist Fernkämpfer. Kann ich auch, dann bist du auch bei 1. Haha. Guck mal hier, plus 1. Für alle Benachbarten. Ja, damit bin ich aber besser als... Nein, der macht das Doppelte, ne? Und der macht... Nochmal... Versteckt alle Einheiten der Reihe um 1. 8. 9, 10 und er selber wäre 11. 12 sogar. Mit sich selbst. Und sich selbst kriegt ja auch noch was. Aber es kann Verteidiger. Haben wir beide noch 6. Ja, komm, ich passe mal. Dann muss er noch. Spielt er vielleicht sogar noch was? Komm, spiel noch was, spiel noch was, spiel noch was, spiel noch was. Schade. Du, 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 du. Dennis Krenner, ich weiß, wie meine Befehle auszuführen, aber er spart mir den Rat. Ich glaube, den kennt man nicht aus den Büchern. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr auswendig. Ja, komm, Bogenschützen. For the win. Dein Gegner passt. Habe ich noch irgendeine schwache Karte? Belagerung auf 0 setzen. Wenn ich ihm das hinlege... Dann ist er stärker und ich darf Karten ziehen. Und wenn ich jetzt das spiele, bin ich bei 12. Ha, ich durfte noch eine Karte ziehen durch die Fähigkeit. Es könnte noch was werden. Muss aber nicht unbedingt. Was macht das nochmal? Fernkämpfer. Oh, ich habe so viele Fernkämpfer. Egal, spielen wir erstmal einfach alles drauf los. Ha, er belebt mir eine Karte wieder, damit sie auf mein... Ha, 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 richtig cool. Oder kriegt er sie? Klar kann ich dich zusammenpflegen, das kostet aber... Weder eine Karte aus deinem Ablagestall, keine Helden- oder Sonderkarte, spiele sie sofort aus. Also spielt er die stärkste, die er hat, da es aber meine war, krieg ich sie. Richtig cool. Danke! Voll nett von dir. Ach, er kriegt Verstärkung, ein paar Leute immer. Ach, die Karte, das ist ja gemein. Das ist gegen Belagerung, das ist gegen Fernkämpfer. Jetzt gerne dieses, was Nahkämpfer unbrauchbar macht. Komm, spielen wir noch was. Los, spiel, Kollege. Belebt noch eine Karte wieder? Vielleicht diesmal meine? Nee. Die sind voll geil, diese Karten mit dem Wiederbeleben. Okay, eben hat er mich wiederbelebt. Das war nur halb so cool, aber... Ja, komm, wir spielen jetzt einfach weiter, bis er auch alle ausgespielt hat.
Vielleicht können wir dann noch die Effekte aufheben und noch was reißen. Okay, wir haben verkackt. Tschu, und was passiert? Ich habe verloren. Ich bin bei 26. Oh, jetzt hat er noch eine Karte. 6. Wiese mir. Das ist ein Hexer, den muss ich haben. Egal, gleich nochmal. Versuch's erstmal gegen schlechtere Spieler, ja? Wenn du ein paar Kniffe drauf hast, komm zur Revanche vorbei. Wesemir, ich will den Wesemir. Ein Kriegsveteran. Eine Krone? Abschau hält ja zusammen. Aber Hanna will Hurensohn angeblich umbringen. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf. Jetzt hör auf zu labern und spiel Quint gegen mich. Willkommen, willkommen. Vielleicht hast du Quint-Karten. Was hast du denn da? Bücher. Tschüss. Bis dann. Ich muss pissen wie ein Stier. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Okay, dann gehen wir erstmal da lang. Vielleicht trifft man ja auf dem Weg noch ein bisschen was Cooles. Bin ich kaputt. Uachi. Hier ist keiner. Ist auch cool. Und ich muss da hoch, das oder was? Schön gesandt. Besser als letztes Jahr. Damals haben mir die Uhren wehgetan. Ihr hört die Musik, ja. Aber ihr müsst sie auch fühlen. Das sind keine Lieder von blühenden Wiesen mehr. Durch unsere Kunst sprechen wir über Novigrad. Und was hier heute passiert. Ja. Wir gehen besser nach Hause, Liebste. Okay, also muss ich auf die andere Seite von diesem Haus. Toll. Wäre auch zu einfach gewesen. Nein, da ist eine Wand. Aber jetzt. Oder muss ich mich erst nochmal wieder mit den Priestern anlegen? Ja? Oh, wo muss ich denn lang, bitte? Deine Augen. Bei einem Sturm kann man nicht mehr glücklich. Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Das zweite Schwert ist es für den Notfall. Ja, natürlich. Das zweite Schwert ist für den Notfall, falls das erste kaputt geht. Was soll ich denn jetzt machen? Warum erst morgen kaufen, was du... Zauberinnen sind besonders starke Hexen. Wirken einen Zauber und mit einem Schlag ist alles weg. Sie war in Eile. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Verschwindet. Ich zähle bis 3, dann seid ihr weg. 1. Hörst du? 2. Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. 3. Dafür wirst du bezahlt. Los, auf ihn! Bitte, überlasst ihn mir! Darf man wohl Bomben bei sowas? Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Komm her! Drachenficker! Der einzige Drache, der ich bis jetzt getroffen hat, war eine Frau. Aua! Komm schon, komm näher! Verfluchter Bastard! Los, auf ihn! Bitte, überlasst ihn mir!
ist jetzt. Nein, bitte aufhören! Ja, dann verpiss dich. Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Vor wem versteckt sie sich? Ach so. Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Ui. Sie machen sie nieder wie Ratten. Ich mach dich gleich nieder. Wer könnte es wissen? Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Wo ist die? Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf. Nicht mal Menge wagt sich dorthin. Was ist das jetzt schon? Man ruft nach mir. Warum nur? Das ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und ey, das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Mit den Tieren kenne ich... Ja, okay, wir machen das hier. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Für wen denn sonst? Will ich mich jetzt gleich mit Tempel an Wache anlegen? Eigentlich nicht, ne? Also mach ich nur das. Ich habe nichts Falsches getan. Aber du wirst es. Früher oder später machen deinesgleichen immer Ärger. Und diese Stadt wird von mir geschützt. Von mir und dem ewigen Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen. Aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt. Ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns auf irgendeinem Schlachtfeld, dass ich dich auch kalt machen kann, Blödmann. Wobei das natürlich gar nicht zu Geralt passt, einfach irgendwelche Leute umzulegen, aber irgendwie... du bist scheiße, alle sind scheiße, immer ist man scheiße. Man, ihr seid doch scheiße. Außerdem ist doch Geralt hier der Einzige in diesem ganzen... der ganzen Welt, der irgendwie bis jetzt den meisten hilft. Kräuter. Wurzeln? Ist Triss jetzt Heilerin? Ich finde ja ganz ehrlich... Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Ganz ehrlich, ich hoffe, Emir van Emrys gewinnt diesen Krieg, weil der ist wenigstens mit allen Leuten gleich vom Recht her. So, ist ihm egal. Anderling oder Mensch oder was auch immer. Solange du dich vernünftig verhältst und nicht irgendwas kaputt machst und umbringst oder irgendwen umbringst, ist es ihm auch relativ egal. Da haben alle einfach dasselbe Recht und das ist gut so. Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie.
Ach stimmt, Triss ist allergisch gegen Heiltränke und sowas. Das ist auch voll gut als Magier so. Ja, erstmal weiter hier alles angucken. Brot. Ein Badezuber hat sie. Na gut, Zauberer leben eigentlich immer in. Immer ganz gut. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Stimmt, damit wollte sie mir im zweiten Teil die Erinnerung wiedergeben. Hat aber dann wohl doch nicht so funktioniert. Egal, von ich hab Triss. Sie ja wieder. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Stimmt, das ist Triss' Klamotte. Also wurde sie vielleicht überfallen und entführt so mäßig? Na gut, dann raus. Ab zum Marktplatz. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Dreck. Nett. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Ein Sturm, verdammt. Grüß dich. Wie läuft das Geschäft? Kennst du die Ballade von Wanda, die eine Nilfgaarder verschmähte? Stör mich bitte nicht. Na, na. Begrab mich. Was suchst du hier? Schmerzbringer. Krieg dich ein, Mutant! In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Was gibt's hier noch so? Oh, hier ist ein Punkt einfach. Gebummelt wird nicht! Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein! Meinen Beinen geht's prima! Und meine Arme, schau! Wie Windmühlenflügel! Da! Siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch! Schau nur! Und mein Kopf völlig benebelt! Ich suche eine stinkende Hecke. Ich suche... Schon lange benebelt der dein Kopf? Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich's dir zeige? Ich muss zu stehen, du bist ja im Begriff der Gesund Gute. Wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Tja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier. Du scheinst glücklich zu sein, das zählt. Du bist glücklich, darauf kommt es an. Oh ja, besonders wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen, da, dort, ah! In der Stadt kenne ich mich nämlich aus und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher, da wohne ich. Über den, drüben, da, lang, end dort. Lang, end dort, wo ist das? In Spitzenhall. Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke für deine Hilfe. Das war ja jetzt echt nicht so schwierig. Nein, ich will nicht wieder zu Triss Haus. Jetzt hör doch mal auf, in die falsche Richtung zu laufen, Geralt. Kann man hier abbiegen? Für einen Rivier regnet es nie, stimmt's? Es schüttelt. Bade, hier ist irgendwann bestimmt Rittersporn. 100 pro. Trifft man den Spornritter hier. Ey, da lang, genau. Ups, da will ich nicht lang. Pfeile sagen, ich will hier lang.
Alle hier am Rumkrepeln, ne? Ah, ich meditiere mal, dann ist bestimmt gutes Wetter. Und ist auch nicht mehr dunkel. Oh, geht doch. Hm, die hat aber viel an. Es ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Nicht drängeln! Dumm, die Dumm.